Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zur Auslosung von The Escapists. Ich habe gerade eine zweite Runde gestartet mit der Auswählung. Ich habe gerade eben den anderen Zufallsgenerator gewählt und der hat anscheinend nicht so richtig funktioniert, weil er immer dieselben genommen hat und das fand ich ein bisschen unfair. Deswegen habe ich einfach nochmal neu gestartet. Und zwar werden wir heute die Insassen und die Wärter für die nächste Staffel von The Escapists, die morgen startet, auswählen. Wir haben insgesamt 9 Insassen und 10 Wärter, die wir heute auswählen werden. Ich werde mich ein bisschen beeilen. Ich habe eben gerade ein bisschen Spannung aufgebaut, bis ich bemerkt habe, hoch, der wählt ja immer nur dieselben. Deswegen jetzt mit einem anderen Zufallsgenerator. Und ich würde sagen, wir fangen einfach sofort mal an. Wir haben bei den Insassen 23 Leute, die sich beworben haben. Ich konnte leider nur die Bewerbung unter den Kommentaren von dem Video von The Escapists auswählen, weil ich habe es erwähnt gehabt, dass ich nur diese nehmen werde. Solltet ihr mir PNs geschrieben haben, solltet ihr auf einem anderen Video geschrieben haben, dann habe ich euch nicht hinzugefügt. Es tut mir leid, aber ich muss da wirklich hart bleiben. Es tut mir echt leid. Ich würde sagen, wir legen erstmal los. Ihr seht unten rechts, seht ihr die Leute, die alle dabei sein können. Oben rechts seht ihr mich, daneben die Zufallszahl und links daneben die Leute, die alle mitmachen wollen. Wir haben 23 Insassen und 24 Wärter, die mitmachen möchten. Ziemlich ausgeglichen, deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach direkt mal an. Ich habe es gerade getestet, 1 von 23, 8 ist rausgekommen und wir fangen jetzt einfach mal an. Ich würde sagen, der erste bei uns im Team wird sein die Nummer 15, der Baum. Herzlich willkommen, Baum. Baum war ja noch nicht in Fallout Shelter dabei, deswegen Glückwunsch, dass du hier dabei bist. Ich weiß nicht wieso, aber Baum kommt mir irgendwo bekannt vor. Baumo, ne? Irgendwo hatte ich doch mal einen Baumo dabei. Ist das nicht Baumo gewesen von der letzten Staffel? Ich weiß es nicht. Naja, somit haben wir Baumo, der Erste. Da sind jetzt noch 8 offen, mit mir sind es insgesamt 10 Insassen. Es gibt Doppelbetten, beziehungsweise Doppelzimmer, keine Doppelbetten. Das heißt, es gibt insgesamt 5 Räume, 2 Leute. Irgendjemand von euch wird auf jeden Fall mit mir in einem Raum dabei sein. Wer es sein wird, ich weiß es nicht. Das wird wahrscheinlich das Glück entscheiden. Und der nächste wird sein die 21, der Yannick. Herzlich willkommen, Yannick, bei den Insassen. Du wirst mir helfen beim Ausbrechen. Direkt gehen wir weiter zur nächsten Person. Es ist die 18, der Lukas L. oder I. Punkt. Ich glaube, das ist ein I. Punkt, ne? Lukas I. Punkt. Herzlich willkommen bei den Insassen. Mal gucken, ob du mit mir in einer Zelle sein wirst. Ich bin mal gespannt und wir gehen direkt zur Nummer 4. Und die Nummer 4 wird sein der Ducklight. Der Ducklight kenne ich auch noch nicht aus meinen Let's Plays. Deswegen herzlich willkommen. Es ist immer schön, neue Leute dabei zu haben und nicht immer dieselben. Wir gehen weiter zur Nummer 22. Und das ist der Walter. Walter, herzlich willkommen bei den Insassen. Mal gucken, was du alles so treiben wirst. Irgendwer wird mich immer nicht mögen. Es ist immer so, dass bei The Escapists die ersten Folgen so sein wird, dass irgendwer mich hassen wird und irgendwer mich immer verprügeln wird. Wir gehen weiter zur nächsten Nummer. Es ist die Nummer 5. Nummer 5, Daniel Seiler, kennen wir auch schon aus Fallout Shelter. Den hatte ich einmal kurz vergessen. Aber der ist jetzt auch dabei bei Fallout Shelter und jetzt auch Insasse bei The Escapists. Und weiter geht's mit der nächsten Nummer, die Nummer 10. Die Nummer 10 ist der Wursti. Herzlich willkommen, Wursti, bei den Insassen. Wir gucken einmal kurz, wie viele sind schon dabei. 2, 4, 6, 7, 2 sind noch offen. Alles ist noch offen. 1 zu 4 ist die Chance zu euch, bei euch, glaube ich. Ja, 1 zu 4. 1 zu 4 habt ihr eine Chance, dabei zu sein. Weiter geht's mit der Nummer 6. Alpha. Alpha als Insasse. Das klingt doch schon ziemlich bedrohlich. Mal gucken, ob die Wärter etwas gegen ihn ausrichten können. Und weiter geht's mit dem nächsten. Das müsste der letzte sein, ne? 2, 4, 6, 8. Einer ist noch offen, Freunde. Wer wird der letzte Insasse? Wer hat Glück, wer hat Pech? Aber keine Sorge, Freunde. Solltet ihr jetzt nicht ausgewählt werden, macht euch keine Sorgen. Wir haben insgesamt noch 4 weitere Gefängnisse, die wir haben werden, wo wir ausbrechen werden. Das heißt, ihr habt auf jeden Fall noch die Chance, dabei zu sein. Und der Zufallsgenerator bestimmt. Und er bestimmt die Nummer 9. Und die Nummer 9 wird sein der It's Finest LP. Herzlich willkommen. Ich weiß nicht, ob dein Name komplett drauf passt. Ansonsten wirst du einfach nur It's Finest heißen. Aber ich glaube, das würde ziemlich passen. Ich glaube, das passt. So, das war der letzte Insasse. Seid nicht traurig, wenn ihr nicht dabei seid. Wie gesagt, es gibt ja noch 4 andere Gefängnisse. Und die werden immer härter und immer härter und immer härter. So, wir machen mal direkt weiter mit den Wärtern, die wir hier haben. Mal gucken, wer alles gegen mich arbeiten wird. Ich bin gespannt. Wir gehen direkt
auf den ersten 10 Leute sind da zur Verfügung, deswegen bam, die 14, dabei sein wird der Novrik. Herzlich willkommen, Novrik, bei den Wärtern. Ich hoffe, du machst mir keine Probleme. Wenn ja, muss ich dich leider zusammenschlagen und das immer wieder und dir die Waffen klauen. Weiter geht's mit der Nummer 21, der Z-Lord. Der Z-Lord hat eine Menge Glück in meinen Let's Plays. Zuerst wurde er ausgewählt, als Spartan dabei zu sein. Dann wurde er ausgewählt, in der Vault dabei zu sein. Dann als Spartan und jetzt sogar als Wärter. Mal gucken, ob ich gegen einen Spartan ankommen werde. Ich bin gespannt und weiter geht's mit der nächsten Nummer. Es ist die Nummer 6, der Jason. Jason kennen wir auch schon, auch ein Spartan. Jetzt haben wir schon 2 Spartans als Wärter. Das könnte echt gefährlich werden. Und weiter geht's mit der nächsten Nummer, es ist die 18, der Rexas. Der Rexas hat momentan auch sehr viel Glück, vor kurzem erst in die Vault gewählt und schon ist er als Wärter im Spiel. Bekommt natürlich auch eine grüne Farbe. Zack, grün, da haben wir's. Jetzt haben wir bereits 4 Leute, 6 sind noch offen, ich bin gespannt, wer alles noch dabei sein wird. Und die nächste Person wird sein, die Nummer 7, der Pro Go. Das hört sich schon sehr gefährlich an als Wärter. Ein Pro-Wärter. Ich bin gespannt, was der so alles machen wird. Und weiter mit der 21. Z-Lord schon wieder. Z-Lord, du hast eine Menge Glück, aber du warst schon dabei. Die 8. Der Kevin ist dabei. Kevin, mein Freund, herzlich willkommen bei den Wärtern. Machen wir bitte keinen Stress. Und weiter geht's mit der 20. Der Funk Gaming. Gerade gestern erst noch im Livestream gehabt, den Kollegen. Und jetzt ist er schon als Wärter unterwegs. Oh, das würde ich sagen, hat er sich gut nach oben geschlafen, ne? Weiter geht's mit der Nummer 11, der Zeph. Oder Zeph, kurz gesagt. Zeph. Kann man sich gut merken als Wärter. Perfekt. Somit haben wir 2, 4, 6, 8. 2 Leute fehlen noch. Ich wünsche euch viel Glück dabei zu sein. Und weiter geht's. Wir haben die 15 dabei. Der Nugget, der kommt mir verdammt bekannt vor. Stimmt, das ist immer der Kommentarschreiber in all meinen Videos. Der kommt ziemlich oft vor. Ich lese deinen Namen sehr oft. Und es freut mich, dass du sehr aktiv bist in der Community. Und deswegen bist du auch Wärter wahrscheinlich geworden. Das Glück hat dich erwählt. Und weiter geht's, würde ich sagen. Mit der nächsten Person. Hoppla, da habe ich ganz kurz mal verklickt. Kann passieren. Und weiter, jetzt haben wir 2, 4, 6, 8, 9. Der letzte Wärter wird jetzt entschieden. Wie gesagt, seid nicht traurig, 4 weitere Gefängnisse sind noch offen. Ich gehe einmal schon mal kurz zurück auf die Xbox. Das Ganze hat einen Delay, deswegen dauert das mal so ein bisschen. Und wir gehen weiter. Die Nummer 20, Funk Gaming, haben wir schon. 17 Eiergärken. Dieses Mal als Wärter dabei. Ich glaube, beim letzten Mal war er Insasse. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er sehr viel Glück in The Escapists. Und ich würde sagen, das waren die Leute, die bei The Escapists mitmachen. Seid nicht traurig, wenn ihr nicht dabei seid. Es gibt immer noch einen Morgen, würde ich sagen, ne? Ich zeige euch mal kurz die Gefängnisse. Hier haben wir Prison Dschungellager. Das ist das, was wir jetzt machen werden. Heiß, muffig, verschwitzt und ungemütlich. Genau diese ekligen Bedingungen will der grausame Direktor allen Häftlingen zumuten. Das werden wir diesmal begehen. Beim nächsten Mal wird es geben den San Pancho Prison. Wow, also das ist ein scheußliches Gefängnis. Falls du lang genug überlebst, um einen Fluchtplan auszuhacken, geschweige denn ihn umzusetzen, ergeht es dir besser als den meisten Häftlingen an diesem üblen Ort. Dann der nächste, ich habe gerade aus Versehen den Knopf gedrückt, ich hoffe, ich gehe nicht zurück. Da JVA Eisentor ist das letzte normale Gefängnis, der härteste Knast, in dem du je sein wirst. Dieses Hochsicherheitsgefängnis mit allen Schikanen bringt selbst den geschicktesten Ausbrecher an seine Grenzen. Das sind 2 normale Gefängnisse, die wir noch haben, und 2 DLC-Gefängnisse, die besonders hart werden. Das heißt insgesamt 4 weitere Gefängnisse, wo ihr dabei sein werdet. Also seid nicht allzu traurig. Ich würde sagen, das war's dann für heute. Wir werden das übrigens folgendermaßen machen. Ich hatte das gestern schon im Stream erklärt, aber ich wollte es eigentlich im Fallout Shelter erklären. Es sieht so aus, dass wir ab morgen The Escapists ab 16 Uhr spielen. Ihr werdet also dabei sein. Nach The Escapists kommt dann The Last of Us, was ihr entschieden habt. Und danach wird wieder The Escapists laufen. Das heißt, die ganzen Let's Plays laufen im Wechsel immer hin und her. Und ich würde sagen, morgen The Escapists. Ich freue mich auf euch. Ich werde gleich aufnehmen. Wir sehen uns also bei den Let's Plays heute und morgen bei The Escapists. Haut rein! Euer Zero. Tschüss.